Ja, liebe Frau Radomiaska, das Wesentliche haben Sie schon gesagt. Sie haben nämlich gesagt, wir alle sind Vertriebene. Das stimmt, denn die Menschheitsgeschichte beginnt mit der Vertreibung aus dem Paradies. Und insofern sind wir tatsächlich alle Vertriebene. Und es gab Vertreibungen immer wieder in der Weltgeschichte. Aber in einigen der Beiträge vorhin ist schon sehr deutlich geworden, dass das 20. Jahrhundert in besonderer Weise ein Jahrhundert der Vertreibungen war. Dieses Jahr, es ist 100 Jahre her, seit dem Genozid an den Armeniern im Osmanischen Reich. Es gab ein ähnliches Schicksal der Pontos-Griechen, von denen leider viel zu wenig gesprochen wird. Es gab nach dem Ersten Weltkrieg unter den Pariser Vorortverträgen die Zwangsumsiedlungen auf dem Balkan. Es gab einen Menschheitsverbrecher namens Adolf Hitler, der mehr verbrochen hat als nur in Anführungszeichen Vertreibungen. Der Holocaust, die Vernichtung von 6 Millionen europäischer Juden, ging weit darüber hinaus und viel andere seiner Verbrechen. Aber er hat auch mit dem Instrument der Vertreibung und der Zwangsumsiedlung gearbeitet. Ein anderer Menschheitsverbrecher, Josef Stalin, ist nicht sehr weit hinter ihm zurückgeblieben. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden 14 Millionen Deutsche vertrieben, darunter 3 Millionen Sudetendeutsche aus diesem Land hier. Wir Postels sind hier in Böhmen nachgewiesen seit dem 12. Jahrhundert und es gibt immer noch Postels hier. Aber auch wir wurden Opfer dieser Vertreibung nach dem Zweiten Weltkrieg. Aber es waren nicht nur Deutsche, die nach dem Zweiten Weltkrieg vertrieben wurden. Das vergisst man immer wieder. Das ging von den Kareliern im Norden bis hin zu den Slawomazedoniern in Nordgriechenland. Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es dann die Flüchtlinge aus dem kommunistischen Block. Ich erinnere mich wie heute. Ich war Schüler, da kam mein sudetendeutscher Vater nach Hause, der war Direktor eines Gymnasiums, meines Gymnasiums. Ich wünsche niemandem, dass er den eigenen Vater als Direktor hat. Aber in dem Fall war es sehr gut. Er kam nach Hause und hat gesagt, du musst wissen, jetzt fliehen viele, viele Tschechen hierher. Diese Tschechen sind unsere Landsleute. Du bist ein nachgeborener Sudetendeutscher und deine Aufgabe ist es, dass du dich um die tschechischen Kinder kümmerst, die hier kommen. Und damals entstand an vielen Orten in Deutschland, nicht zuletzt in München, darüber spreche ich morgen in Pschevnow bei Opus Bonum, so etwas wie ein tschechisch-sudetendeutsches Mischmilieu, in dem ich quasi aufgewachsen bin, in dem viel vom alten Böhmen in moderner Form wieder aufgelebt ist. Aber auch das waren nicht Vertriebene, aber Flüchtlinge. Und Ende des 20. Jahrhunderts dachte man, jetzt im Sinne eines Nie wieder ist das Zeitalter der Vertreibungen vorbei. Sie erinnern sich an dieses berühmte Buch von Francis Fukuyama vom Ende der Geschichte. Viele dachten mit dem Sturz des Kommunismus, nicht wir dachten das, aber viele dachten das. Mit dem Ende des Kommunismus kommt jetzt eine Ära der Globalisierung, der Demokratie, der Marktwirtschaft. Da braucht man nichts mehr über Außenpolitik wissen und nichts mehr über Kultur und nichts mehr über Religion, sondern nur noch Wirtschaft, Handel, Friede. Und das war natürlich eine absolute Illusion, und zwar wegen der von mir vorhin schon geschilderten Vertreibung aus dem Paradies. Die Sünde hat ja weiter bestanden. Und die Sünde hieß Nationalismus, Intoleranz, ob sie religiös, da stimme ich Fürst Schwarzenberg völlig bei, oder ob sie weltanschaulich oder ob sie national war, ist vollkommen egal. Menschen wurden kollektiv stigmatisiert und entrechtet. Und einen neuen Höhepunkt hatte das im ehemaligen Jugoslawien. Ich war wieder Herr Botschafter in den Jahren 1990 bis 1995 ununterbrochen in Slowenien, Kroatien, Bosnien, Kosovo unterwegs. Und wissen Sie, selbst viele deutsche Heimatvertriebene, die, weil sie bei der Vertreibung noch kleine Kinder waren oder Nachgeborene waren,
Die haben das Thema Vertreibung oft verdrängt. Ein prominentes Beispiel ist der deutsche Sozialdemokrat Peter Glotz. Der wurde als Kind vertrieben, der wollte mit dem Thema nichts zu tun haben. Und dann hat er plötzlich im Fernsehen die Bilder der Massenvertreibung aus dem Kosovo gesehen. Und dann hat er gesagt, ich muss mich den Rest meines politischen Lebens nur noch dem Kampf gegen Vertreibungen widmen, im Sinne eines nie wieder. Und das Thema hat eine ganz neue Brisanz bekommen. Und man hoffte, dass es im 21. Jahrhundert endlich aufhört mit der Vertreibung als Mittel der Politik. Und diesen Februar bei der Sicherheitskonferenz in München hat der Weltflüchtlingskommissar Antonio Guterres, den ich gut kenne, weil er war sozialdemokratischer Regierungschef von Portugal und war oft im Europaparlament, Antonio Guterres die Zahlen auf den Tisch gelegt. Und er hat gesagt, niemals seit 1945 gab es mehr Kriege und mehr Vertreibungen als in unserer Zeit. Und insofern ist das, was Sie bei Ihrer extrem interessanten Tagung, und ich bedanke mich für die Einladung, hier behandeln, schon von Anfang an, Sie haben das ja schon vor einem Jahr geplant, so etwas gewesen wie das Thema des 21. Jahrhunderts schlechthin. Und heute merken wir in diesen Tagen, wie brennend aktuell die Thematik ist. Und wissen Sie, natürlich sind die Vertreibungen und Fluchten, Flucht und Vertreibung ist auch zweierlei, Emigration und Vertreibung und Flucht ist verschieden, die haben ganz unterschiedliche Gründe. Also ich sage mal, meine Familie ist nicht geflohen. 90% der Sudetendeutschen sind im Jahr 46, nicht 45, 46 in Viehwaggons gesetzt worden und weggeschafft. Das war keine Flucht. Die wären nie auf die Idee gekommen, aus ihrer Heimat zu fliehen. Warum auch? Also das ist keine Flucht. Aber man muss sich über eine Sache im Klaren sein. Das hat alles unterschiedliche Ursachen und unterschiedliche Formen. Und auch was wir heute erleben, ist sehr unterschiedlich. Und zu den christlichen Tugenden gehört auch die Gabe der Unterscheidung. Aber man muss sich, und die Vernunft, aber man muss sich darüber im Klaren, eine Gemeinsamkeit gibt es. Und zwar, jemand muss seine Heimat verlassen, weil er anders ist. Das ist der Grund für alle Vertreibungen. Jemand wird vertrieben, weil er eine andere Sprache spricht, eine andere Religion hat, anders aussieht, eine andere Kultur hat. Er wird vertrieben, weil er anders ist. Und das Ziel der Vertreibungen ist eine ethnische oder religiöse oder ideologische Homogenisierung. Und diesen Ungeist der Homogenisierung haben die Nationalsozialisten vertreten, den haben die Kommunisten vertreten und den vertreten alle Arten von Nationalisten. Und der heutige Islamismus, um das auch aufzugreifen, was der Fürst Schwarzenberg sagt, ist nicht eine Variante des Islam. Es ist eine moderne Ideologie des 20. und 21. Jahrhunderts. Und der Islam hat problematische Seiten. Ich habe mich jahrzehntelang mit dem Islam befasst. Ich habe auch Bücher darüber geschrieben. Aber ich sage trotzdem, das ist nicht Ausfluss des Islam, sondern das hat mit dem Islam so viel zu tun wie der Nationalsozialismus oder der Kommunismus mit dem Christentum. Das, was der IS vertritt, das ist eine moderne, in Anführungszeichen, grauenhafte Ideologie. Und da sollen wir gar nicht so arrogant sein, denn die schlimmsten Ideologien vor dem Islamismus haben wir Europäer hervorgebracht, nämlich den Nationalsozialismus und den Kommunismus. Und deshalb haben wir überhaupt keinen Grund, auf andere mit dem Finger zu zeigen. Und ich muss eines ganz klar sagen, und das halte ich für eine zentrale Problematik. Es gibt zwei ganz große Fehlschlüsse, mit denen wir im Moment zu tun haben. Und ich will aus Zeitgründen nur noch auf diese zwei zentralen Fehlschlüsse eingehen. Fehlschluss Nummer eins, es wird dauernd behauptet, Europa hat versagt. Wenn das stimmen würde, dann würde das im Umkehrschluss ja heißen, wir brauchen weniger Europa und mehr Nationalstaat. Und das glauben auch die, die das vertreten. Aber nicht Europa hat versagt, sondern der nationalstaatliche Egoismus. Und ich sage Ihnen etwas, was nicht jedem hier gefallen wird. Der erste Vorschlag, feste Quoten einzuführen in der EU,
war der Posselt-Bericht des Europäischen Parlaments von 1998 über Osterweiterung und innere Sicherheit. Damals gab es die Balkanflüchtlinge und damals habe ich einen Vorschlag gemacht und den hat das Europaparlament, damals leider noch ohne tschechische Kollegen, fast einstimmig angenommen, nämlich, dass im Fall von plötzlich auftretenden Flüchtlings- oder Vertriebenenströmen eine Quotierung stattfinden muss, weil sonst die Akzeptanz nicht da ist für die Aufnahme dieser Menschen, wenn ein Staat viele und ein anderer wenige aufnimmt. Und deshalb ist damals die Idee eines gemeinsamen europäischen Grenzschutzes entstanden, fast einstimmig angenommen vom Europaparlament, den haben wir heute noch nicht für die Außengrenzen. Und es gab den Vorschlag, diese Quoten. Nur der Unterschied war, natürlich war Teil des Vorschlages auch, dass an den Grenzen zunächst einmal unterschieden werden muss zwischen denen, die berechtigt sind oder nicht, an den Außengrenzen. Und zweitens, dass man natürlich nicht nach oben beliebig offen das machen kann, sondern wie man es jetzt gemacht hat, man muss eine bestimmte Zahl zunächst mal aufnehmen und diese Zahl kann man dann solidarisch verteilen. Nicht der Meinung des Herrn Botschafters bin ich, was die Freiwilligkeit betrifft. Sowas kann nur der Vertreter eines Volkes vorschlagen, wo die Leute sich freiwillig am Bus in einer Schlange aufstellen, nämlich der Briten, die glauben an die Freiwilligkeit. Wir Mitteleuropäer hauen uns gegenseitig den Ellbogen in den Bauch, wenn wir in den Bus wollen. Und deshalb funktioniert die Freiwilligkeit bei uns nicht. Ich sage das ganz ehrlich, ich glaube schon, dass wir hier feste Quoten brauchen. Die Freiwilligkeit hatten wir seit Jahrzehnten, aber diese Freiwilligkeit hat nicht funktioniert. Ich habe 1998, wenn ich das noch sagen darf, im Europaparlament, können Sie im Protokoll nachlesen, eine Rede gehalten. Damals haben die Südeuropäer, die Spanier und die Italiener, die Annahme meiner, also mein Bericht wurde vom Europaparlament fast einstimmig angenommen und dann haben zwei Staaten blockiert, Spanien und Italien. Und ich habe damals eine Rede gehalten, habe gesagt, heute denkt ihr, euch geht das nichts an. In 15 Jahren, das können Sie im Protokoll nachlesen, kommt die Welle aus Nordafrika und dann werdet ihr Solidarität brauchen. Und genau die Situation haben wir heute. Und lasst uns morgen in der Ukraine etwas passieren, dann wird die Tschechische Republik, wie Jaromir gesagt hat, Solidarität brauchen oder Polen oder andere. Und deshalb sage ich ganz klar, die EU funktioniert nur durch Solidarität. Und Solidarität ist keine Einbahnstraße, sondern da muss man sich gegenseitig helfen, auch wenn man anscheinend nicht betroffen ist, weil letztlich sind am Schluss alle betroffen. Das ist meine eine These. Die zweite These ist, die tschechische EU-Mitgliedschaft heißt eigentlich, dass Shakespeare jetzt recht hat. Böhmen liegt jetzt am Meer, und zwar am Mittelmeer und an der Ostsee. Und umgekehrt, ja, und umgekehrt liegt Spanien in der Ukraine, an der ukrainischen Grenze. Das heißt EU, Solidarität. Und dann gibt es eine zweite These, zu der ich noch kurz was sagen will. Die zweite These, die falsch ist, die Flüchtlingswelle führt zur Entchristlichung Deutschlands und Europas, wir in diesem Fall Europas oder der Tschechischen Republik sogar. Ich habe großen Respekt vor dem Amt des Staatspräsidenten. Deshalb werde ich diesen Respekt auch hier bewahren. Vor dem Amt, sage ich ganz bewusst. Aber ich finde es schon interessant, wenn der hiesige Staatspräsident sich plötzlich so große Sorgen um das Christentum in der Tschechischen Republik macht. Und ich kann Ihnen nur sagen, christlich wird ein Land oder ein Kontinent nicht oder christlicher wird er nicht dadurch, dass man möglichst stark gegen Muslime eingestellt ist, sondern christlicher wird man, indem man sein Christentum lebt. Wenn wir unser Christentum leben, wird Europa christlicher. Wenn wir unser Christentum ignorieren, wird Europa weniger christlich. Von den Muslimen hängt das nicht ab. Und ich kann Ihnen nur sagen, natürlich ist es nicht leicht, Araber zu integrieren in unserer Gesellschaft. Aber Christentum dadurch auszuleben, dass man andere attackiert, statt dass man selbst Christentum praktiziert, und das ist in unseren säkularistischen Gesellschaften die Regel, führt nicht weiter. Danke sehr.